Nachdenkseiten. Die kritische Website. Unterstützt Deutschland die chinesische Initiative zur UN-Vollmitgliedschaft von Palästina? Von Florian Warwick. Am 23. Januar hatte Chinas UN-Botschafter Zhang Yong im UN-Sicherheitsrat erklärt, es sei höchste Zeit, die Zwei-Staaten-Lösung mit konkreten Schritten umzusetzen. In diesem Zusammenhang forderte er als ersten konkreten Schritt und zugleich als unmissverständliches Signal an Israel, so schnell wie möglich die Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen. Die Nachdenkseiten wollten vor diesem Hintergrund wissen, ob die Bundesregierung diese Initiative Chinas unterstützt. Eigentlich sollte man denken, eine leicht zu beantwortende Frage. Zudem war just an diesem Tag eine chinesische Delegation in der Bundespressekonferenz. Nach den O-Tönen weitere Informationen von Florian Warwick. Dann setzt ein neues Thema Herr Warwick. Warwick, Nachdenkseiten. Am 23. Januar hatte der Vertreter Chinas vor den Vereinten Nationen Zhang Xin, ich hoffe, die chinesischen Gäste verzeihen mir meine Aussprache, öffentlich erklärt, dass er von der internationalen Staatengemeinschaft mehr diplomatisches Engagement hin zu einer Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung einfordert. Er hat dafür sowohl die Einsetzung von internationalen Konferenzen gefordert, als auch, ich zitiere, so schnell wie möglich die Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen. Da würde mich interessieren, unterstützt denn Deutschland diese Forderung Chinas? Herr Warwick, wir haben das am Montag hier ausführlich besprochen, weil nämlich die Frage auch am Montag hier Thema war. Da ging es ausführlich um die Zwei-Staaten-Lösung als Perspektive, als aus unserer Sicht einzige mögliche Perspektive für ein friedliches Zusammenleben von Palästinenserinnen und Palästinensern sowie Israelis Seite an Seite. Ich habe hier dann erläutert, dass die Außenministerinnen und Außenminister sich am Montag auch mit dieser Frage intensiv befasst haben. Die Außenministerin hat sich dazu eingelassen. Insofern würde ich vielleicht vorschlagen, Sie können noch mal das Protokoll von Montag nachlesen, weil wir da uns auch hier intensiv ausgetauscht haben, dass dies der aus Sicht der Bundesregierung der einzig zielführende Weg ist. Und Sie können darauf vertrauen, dass die Bundesregierung mit aller Kraft daran arbeitet. Nachfrage. Als Brabist, fast Mitglied der BPK, habe ich selbstverständlich das Protokoll vom Montag durchgelesen. Da war sicherlich das Thema Zwei-Staaten-Lösung, aber das Thema, das vom chinesischen Vertreter aufgebracht war, eine schnellstmögliche Vollmitgliedschaft der Vereinten Nationen, war nicht Teil, zumindest des protokollarisch hinterlegten Teils. Wenn Sie mir den Teil noch beantworten könnten. Also ich selber habe die Aussagen, die Sie hier vorgetragen haben, nicht direkt im Ohr. Insofern würde ich das gerne noch mal selber nachlesen wollen. Aber im Grundsatz ist es so, Herr Warwick, an unserer Position, dass wir die Zwei-Staaten-Lösung für die einzig zielführende Lösung halten. Für eine friedliche Lösung in der Region hat sich nichts geändert. Und das haben wir hier mehrfach vorgetragen. Insofern habe ich dann nichts hinzuzufügen. Ich wüsste nicht, dass die Frage sich jetzt hier aktuell stellt. Sie kennen unsere Position. Wir müssen erst einmal auf den aktuellen Situationen blicken. Es ist eine unglaublich schwierige Lage. Seit dem 7. Oktober wird Israel von Hamas kontinuierlich angegriffen, wehrt sich dagegen im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts. Gleichzeitig ist die Lage der Palästinenserinnen und Palästinenser höchst dramatisch und wir sind bestrebt, dass wir zur Linderung dieser Lage beitragen können und all die Gespräche, die Regierungsvertreter dieser Bundesregierung, die Außenministerin in der Region führen, streben dieses Ziel an und das beinhaltet natürlich auch die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung grundsätzlich im Blick zu halten, so schwierig die Lage auch ist. In die Reihe zu dem Kollegen neben Herrn Tufin. Schon die Eingangsbehauptung der Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Bezug auf die Frage der Nachdenkseiten, ob die Bundesregierung die chinesische Initiative bezüglich einer UN-Vollmitgliedschaft Palästinas unterstützt, Herr Warwick, wir haben das hier am Montag ausführlich besprochen, ist nachweislich nicht korrekt. Dies belegt zum einen das Protokoll der Regierungspressekonferenz vom 22. Januar, welches auch öffentlich auf der Seite des Auswärtigen Amtes einsehbar ist und womit kein
keinem Wort von der chinesischen Initiative die Rede ist. Zum anderen gibt es aber noch einen unumstößlichen faktischen Grund. Bisher hat das Auswärtige Amt nach allgemeinem Wissensstand noch nicht über die Möglichkeit von Reisen in die Zukunft. Denn zum Zeitpunkt, als der chinesische Vertreter seine entsprechenden Aussagen beim Treffen des UN-Sicherheitsrates in New York tätigte, war die Bundespressekonferenz schon mindestens 9 Stunden vorbei. Die Bundespressekonferenz begann am Montag, den 22. Januar um 11.30 Uhr und endete laut PPK-Protokoll um 12.19 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war es in New York, derzeit 6 Stunden Zeitunterschied, 6.19 Uhr in der Früh. Vielleicht waren da schon Putzkolonnen in den Räumen des Sicherheitsrates tätig, aber mit Sicherheit keine staatlichen Vertreter des UN-Sicherheitsrates. Das erste Treffen des Sicherheitsrates war an diesem Tag für 15 Uhr New Yorker Zeit aufgesetzt, folglich 21 Uhr deutscher Zeit. Zu dieser nächtlichen Stunde war Frau Deschauer vielleicht noch auf einen Absacker mit Kollegen in der Town Bar, aber eine Stellungnahme zur chinesischen Initiative bezüglich einer palästinensischen UN-Vollmitgliedschaft der Bundespressekonferenz war unmöglich zu bewerkstelligen, Raum-Zeit-Kontinuum und so. Davon abgesehen kennt der Autor dieser Zeilen zur Genüge den taktischen Ansatz vieler Ministeriensprecher bei der Bundespressekonferenz, die regelmäßig darauf hinweisen, dass man Thema XY doch schon zur Genüge bei der vorherigen Bundespressekonferenz behandelt hätte und der entsprechend fragende Journalist doch bitte das Protokoll lesen sollte, verbunden mit der mindestens implizierten Unterstellung, der jeweilige Journalist hätte dies nicht getan. Das funktioniert oft genug auch tatsächlich, weil scheinbar nur wenige Kollegen in Vorbereitung der jeweiligen Bundespressekonferenz die Protokolle der verpassten Regierungspressekonferenzen vorher durchlesen und sich dann entsprechend verunsichern lassen. Manchmal ist der Einwand zudem auch gerechtfertigt und das Thema war tatsächlich schon ausführlich besprochen worden. Da der Autor dieser Zeilen aber zum einen um den Ansatz weiß und sich zum anderen auch bewusst ist, dass man wohl gerade ihn gerne in die Protokollfalle laufen lassen will, ist er seit Beginn seiner Tätigkeit in der BPK zu einem sehr treuen Leser der Bundespressekonferenzprotokolle herangewachsen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.